Moin Moin, willkommen bei Zwennofans Kanal mit heute wieder Minecraft. Eine Runde mit dem Zollchef 2550. Ja, heute werden wir mal so ein bisschen die Elektronik, die Technik kennenlernen. Neue Technik erkunden, sag ich mal so. Neue Mods reingetan. Also mal schauen, was wir da so finden. Ja, hi, hier ist der Zollchef. Wie gesagt, wir sind heute wieder unterwegs bei Zwennofant im Twitch-Kanal. Und wie er schon gesagt hat, muss ja nicht alles wiederholen, dass wir einfach ein neues Mod. Ups, hier haben wir gerade eine Verzögerung drin, mal leise machen. Dass wir hier, wie gesagt, neue Mods gefunden haben, die wir halt gerne ausprobieren würden. Und auch ein bisschen zeigen, was wir bis jetzt schon gemacht haben. Denn wir haben jetzt mittlerweile Sachen wie zum Beispiel einen Atomic Reconstructor. Und dann kann man ja mal vorführen, was der macht. Ja. Hi. Ja, ich habe mir auch einen neuen Shader draufgepackt, sowie ein neues Texturenpack. Einmal Texturenpack ist der Zortex Funfair und Shader ist der Continuum. Ich finde den gar nicht mal so schlecht von der Optik her. Mal gucken, was man noch einstellen kann. Ja, ich habe die jetzt auch noch mal drauf gemacht. Ich habe aber die Shader noch nicht drauf geschmissen, nur das Texturenpack. Das reicht mir jetzt erstmal. Ich wollte jetzt direkt vor der Aufnahme hier nicht anfangen, großartige Umbauten zu machen. Denn vielleicht Probleme eventuell haben, das wollte ich vermeiden. Das wie nur das Texturpack. Ist etwas, wo mir auch der Spaß deutlich entgegenkommt. Denn ich sage ja, wenn ich so ein Texturpack habe, möchte ich nicht, dass das alles anders aussieht. Ich möchte die Sachen ja auch weiterhin erkennen können. Ja. Ich habe hier wirklich namhafte Sachen ausprobiert, wo ich gesagt habe, wo sind hier meine Symbole? Nicht mal nichts mehr zu erkennen gewesen. Sah alles anders aus. Und wenn du anfängst, deine eigenen Sachen zu suchen, funktioniert nicht. Das ist Bist richtig. du hier einer, der ist angenehm, an diesen Symbolen gut wieder als die Symbole zu erkennen, die man kennt. Und ist auch, dass das nicht unangenehm aussieht, dass man sagt, oh, extrem gelb oder so. Wir hatten ja den einen da drin, ich glaube, irgendwas mit Silber oder so war das. Ja, stimmt, irgendwas war das. War für mich viel zu gelb. Ich hatte das Gefühl, die ganze Welt ist in Orange getaucht. Ja, das war zu grell irgendwie so. Ja, es gibt Leute, die mögen das. Alles gut und schön. Ja. Ich mag es nicht. Ich mag es eher ein bisschen klarer. Hey, klarer. Genau. So, ich habe hier mal über dem Kellerfenster sozusagen, über dieser Kellertür. Ist für Kellertür. Wir haben keinen Keller. Ja, doch, hier ist jetzt ein Keller. Wieso haben wir einen Keller? Hier, kurz vor der Treppe. Auf jeden Fall da drüber habe ich jetzt noch die Kiste von unserem Lapis, Redstone, Diamanten und so weiter verschoben. Also einen tiefer gesetzt, dass man von oben rankommt und von unten rankommt. Also Oh, genau eine schwebende Kiste. in die Decke reingesetzt, sag ich mal so. Kommt man da halt einfacher ran. Und wer hält die fest? Die Seitenwände. Weil du hast links hier so ein Stück Holz und rechts ein Stück Holz, das ist festgeschraubt. Ah, ich verstehe. Oder mit Schleimball. Nee, auf jeden Fall unser Keller hier. Ist halt betreten auf eigene Gefahr, ist klar. Mann. Gucken wir mal, was im Schön Keller los ist. in Das heißt, Granit ausgekleidet. Aha, ich dachte, jetzt kommst du hier in den Black Dungeon Folterkeller hier. Nee, noch nicht, aber auf jeden Fall so. Okay, auch. Baustelle, nicht gucken, weiterarbeiten. Okay, geht ja jetzt schon. Ja, nee, aber so, habe ich mir gedacht, mal gucken, was wir da so reinpacken. Gut, genau. Vielleicht Lagererweiterung, wer weiß. Dann kannst du ja mal Rotten Flash nehmen, sollten wir noch welches haben. Ich gehe mal vor, wir haben noch welches. Theoretisch müssten Du wir kannst ja noch. unser mal unseren Atomic Reconstructor vorführen, was der hier macht. Da, 28. Ja, nehmen wir mal 28 raus. Packen die hier hinter dem Pfeiler. Ja, der Pfeiler, der hat den Grund, warum der steht. Das ist quasi Dass man unsere es davor wirft, genau. Markierung, wo wir wissen, wo dann die eigentliche Aktion stattfindet. Genau, einfach vor die Treppe geschmissen. Dann haben wir hier den Atomic Reconstructor, was auch immer das sein soll. Machen wir einmal Hebel an. Dann gibt es da so eine Art Laserstrahl, keine Ahnung. Und, ach, hat er schon gemacht. Ja, okay. Wenn ich das wieder einsammle. Sobald du den Hebel umlegst, macht er automatisch, ich weiß nicht, nach wie viel Sekunden mal wieder Naja, an. dann hat er jetzt aus Rottenfleisch Leder gemacht. Jetzt Das ist habe ich richtig cool. aus 28 Rottenfleisch Leder. 28. Perfekt.
Ja, das heißt, wir können jetzt viele Ledersachen machen, müssen keine Fallen mehr bestücken. Das heißt, Tiere leben bei uns jetzt hier absolut friedlich. Und das sieht jetzt witzig aus mit dem Texturenpack. Naja, da ist jetzt hier. Das hatte ich aber bei dem anderen Texturenpack auch, dass ich auf einmal dann sah aus wie ein Kuhfell. Genau. Das ist so ein bisschen die Flecken drauf wie eine Kuh. Also die schwarz-bunte nennt sich das ja bei den Kühen. Ja, ja. Die berühmte Kuh, die mit den weißen Flecken und dem schwarzen Fell gemustert ist. Ja, genau. Atomikonstruktor. Ja. Da kann man so einiges mit machen. Also wir hatten ja zum Beispiel getestet mit Diamanten. Wenn du Diamant reinpackst, kriegt man raus. Wo war er? Ich glaube, das war der. Ah nee, das war aus Emmel. Da. Oben die Kiste. Diamantine Kristall. Bekommt man damit raus. Braucht man auch bei einigen Rezepten. Wofür weiß ich gerade noch nicht. Aus dem roten Stäber. Genau, aus Redstone bekommt man Westonia Kristall raus. Aus Smaragd bekommt man die Emma Radic Kristall raus. Und aus was war das? Lapis bekommt man die Palis Kristall raus. Und den Void Crystal, wenn du Kohle reinpackst. Ach ja, genau. Die Kohle hatte ich ja. Der Void Crystal ist hier bei Werkzeugausrüstung und Waffen, ist jetzt der Void Crystal drin. Oder bei sonstiges? Ich hatte Kohle jetzt oben reingepackt. Ja, aber die Wollküstels sind bei sonstiges gemeint. Ja, ja. Dann machen wir kurz nochmal zwei Kohle hier rein. Zum Vorführen. Oh, die Eier haben jetzt eine weiße Schale. Bis jetzt hatten die Eier eher eine gelbliche Schale. Ja. So. Ja, und irgendein großen Warnsieger, der hier auf unserem Kanal sich rumtreibt, ich sag keinen Namen, hat doch tatsächlich drei Spitzhacken aus Osmium gemacht. War gerade über. Nee, nicht wirklich. Osmium ist nicht über. Du hast Zinn, du kannst sie aus Zinn machen, du kannst aus Eisen machen, aber wirklich über, kein Kupfer. Thema. Aber Osmium, ey, da hier gleich. Ditsch, gleich Mauschelle hier. So. Ah, wie sehen denn Creeper jetzt aus? Guck mal, Fenster. Ja. Wo siehst du denn? Direkt vom Fenster. Da ist alles dunkel. Klar, sind da Creeper draußen. Mhm. Der war gut. Nee, ich sehe es jetzt nur alles dunkel draußen. Dann guck hier durch die Tür. Der Creeper, der als ob du dem ins Hirn reingucken kannst. Hier, die Tür, die andere Seite. Das andere. Siehst du den? Die rechte Tür. Ey, doch nicht die Tür aufmachen, wenn Creeper vor der Tür steht. Dann explodiert der. Ich sehe keinen. Uns fehlt ein Balkon hier oben. Ich stand eben Creeper, ich bin doch nicht doof. Sag nichts. Oh, dieses Shader Pack sagt sogar Nebel. Cool. Wo ist er? Ich sehe keinen. Der war endlich. Der ist rechts von dem großen Fenster lang gelaufen. Ach, da hinten also ist einer. Du quasi die Werkbank, die zum Fenster jetzt direkt reingeht. Ach, da unten ist einer. Und der lief gerade auf unser Haus und du weißt, wenn du die Tür aufmachst und da ist ein Creeper vor der Tür, warte bis. Ja, jetzt steht er gerade vor der Osttür. Und dann ist Schluss mit unserem Haus. Ja, ja. Dann läuft er gerade ganz wild hin und her. Das habe ich ihm gerade abgewöhnt. So, muss ja reinkommen. Creeper vom Haus. Ich habe schon die letzten Stellen hier noch nicht flicken können und dann musste ich nicht schon wieder das Haus neu kaputt machen. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich den Heimfußboden geflickt und die Tür war weg und musste alles wieder neu machen. Bin kein Creeper-Freund mehr. Nee, die machen immer nur zu viel kaputt. Jetzt mal, wie gesagt, wenn du jetzt mit TNT mal selber arbeitest, was wir jetzt ja gerade getan haben, um mehr Power in unsere Grid Power reinzubekommen. Ja. Wenn du da jetzt selber mit dem TNT arbeitest, püff, naja, ein paar Steinchen weg, wenn der Creeper explodiert, brumm, hast du das Gefühl, da fehlt dir gleich der halbe Planet an. Das stimmt. Die machen richtig Damage. Ich kann auch überlegen, ob wir tatsächlich, wenn wir hier bleiben, na gut, erstmal vorläufig unser Zuhause, ich weiß, früher oder später werden wir, wie wir es hier eigentlich in der 1.7.10 vorhatten, dann unsere Welt so weiterentwickeln, dass das hier quasi unsere Zentrale ist, in der wir uns immer mal wieder treffen und jeder hat ja dann irgendwann sein eigenes Haus. Ja, genau. Dass jeder so seine eigene Entwicklung macht, sag ich mal. Genau.
Wobei es natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Das ist klar. Und jeder kann ja so, je nachdem, wie man seinen eigenen Fortschritt haben möchte, dann bauen, nicht bauen. Denn das Fantastische ist ja momentan, oder sagen wir mal eher das Merkwürdige ist ja, dass ich momentan mehr Technik hier reingebaut habe als du, und sonst bist du ja der Techniker. Ja, das ist richtig, ja. Ich gehe meistens erst mal sammeln und dann fange ich an zu bauen. Ja, was willst du denn sammeln? Wir haben da alles. Ja, ja. Ich meine, ein Ernst, hast du irgendwelchen Mangel an irgendwelchen Sachen? Nee, zurzeit eigentlich nicht. Ja. Vielleicht zehrt aus Quarz. Könnte noch ein bisschen mehr sein. Mhm. Aber so von Redstone haben wir eine ganze Menge davon. Lapis. Alles. Diamanten ist schon sehr gut. Schon sehr gut. Ich habe fast 5 Stacks in dieser Lagerkiste. In der Tinkerspiele sind auch noch ein paar drin. Achso, okay. Also, wir haben mindestens 5 Stacks an Diamanten hier. Ja, ja. Und Redstone, naja, okay. Mal, was ist eine Reihe? 13 haben wir jetzt aktuell in der Lagerkiste, ne? Die ist ja noch nicht vergrößert, aber wir haben 13er Breite. Und wir haben fast 3 Reihen. Okay, sagen wir mal gut 2 Reihen. Ja, das wären 26 Sticks. Redstone. Uns fehlt hier momentan nicht wirklich was. Lapis ist okay, gebe ich recht. Könnte etwas mehr sein. Aber wir haben ja, auf meinem haben wir ja Glück 3 drauf. Auf deinem haben wir aber, glaube ich, mittlerweile auch Glück 3 drauf. Ja, das ist richtig. Also, wir sollten auf jeden Fall wieder dafür sorgen, dass wir wieder diese Sachen dann in den Griff kriegen und immer mehr Lapis erstmal einsetzen, um dann anschließend mehr Lapis auch wieder rauszuholen. Weil wir haben festgestellt, früher oder später rechnet sich das. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du erstmal alles raufsetzt, dass du dann, was war das, Glück bei Lapis? Ja, genau. Ja, genau. Das richtige Glück drauf hast, dann hast du auch die Chance, mehr zu bekommen. Ja, ich meine, kostet zwar erstmal richtig zum Anfang, ich glaube 360 musst du draufballern. Mhm. Ist schon ein ordentlicher Stiefel. Aber wenn du dann tatsächlich erstmal hast, warte mal, trägt das eigentlich noch an. Wenn du die Taste E drückst und gehst mit gedrückt halt einer Großbuchstabentaste auf deinen Hammer, ich glaube, müsste das zeigen, ne? Ich glaube ja. Ne, mit der Steuerungstaste zeigt das. sehen, ob er mir zeigt mit Glück, wie viel drauf ist. Ne, er sagt nur Plünderung 3 und Glück 3. Na, ich glaube, wenn du im Inventar mit der Maus drauf gehst, dann hast du, glaube ich. Achso, oder? Steuerung? Steuerungstaste dazu drücken. Da zeigt er an, aus welchen Teilen du stehst und welche Modifikationen du drauf hast. Genau, eisengroße Platte, eisengroße Platte. Magnetisch. Achso, magnetisch ist das, okay. Plünderung 3, Glück 3. Mhm. Weil mein Exkavator zum Beispiel, der ist aus Bronze. Und der hat dann dementsprechend nicht die magnetische Variante mit dabei. Und den werde ich auch dringend mal wieder. Aber ich kann auch 2 Modifikationen auf meinen Bronze-Exkavator draufpacken. Das heißt, ich brauche dann demnächst wieder bemooste Steine, es sei denn. Wir schaffen es, dass wir Ranken finden. Wenn wir Ranken finden, eine Schere mit haben, wenn es noch funktioniert, dann kann man diese Ranken auf Steine schmeißen. Dann hast du, wenn die Steine dann in einem neuen Block wieder anordnest, hast du dann wieder das Moos, was du brauchst. Und diesen Moos auf ein Bücherregal geklickt mit der rechten Maustaste, hast du dann wieder reparierendes Moos. Ja. Also hier waren eigentlich mal noch bemooste Steine drin. Oder hast du die schon rausgenommen? Nein. Oder irgendwas anderes reingetan? Denk dann, du hast 2 Sorten gehabt. Hier, bemooster Bruchstein, ich hab noch Anhieb. Wo siehst du denn? 6 Stück. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 von rechts. Ach, da, ja, sehe ich gerade. Neben dem polierten Granit. Nö. Ja, doch, okay. Sind sogar 2, ist einmal 24 und einmal 6. Gut. Können wir gleich da mal schon mal 9 wieder rausholen? Nein, wir holen gleich 18 raus. Ja, dann haben wir ja schon mal wieder 70 Stück davon. Und dann können wir nämlich schon mal die ersten Werkzeuge dann wieder reparieren. Ja, aber wir haben auch von wie nennen sie die Bruchsteinmauer? Haben wir auch 11 Stück noch. Bemoost. Ja, auch bemoost, weil. Hm. Weil die Bruchsteinmauer selbst ist weg. Kriegt man die auch so hin? Nee. Wie hast du das gemacht? Dass du den Moos da runter bekommst? Du nimmst da einen 9er Block und packst ihn in die Werkbank. Mhm.
Das geht bei dem